Klugscheißer. Buchparty. Cool. Scheiße sagt man nicht. Um ein ganz besonderes Klugscheißerchen geht es ja in dem Buch von Marc-Uwe Kling. Schön frech. Das Klugscheißerchen weiß immer alles besser. Nicht immer. So ein Klugscheißerchen. Stell mal vor, Yannick, du hättest jetzt so eins bei dir zu Hause. Wie wäre das? Ziemlich anstrengend. Muss ich vorher alles googeln, immer was ich sage. Das Klugscheißerchen würde bei mir in meinem Zimmer wohnen, weil ich mache halt in meinem Zimmer Hausaufgaben. Da kannst du mir helfen. Wir basteln uns das einfach. Entweder als Schlüsselanhänger oder als Handyanhänger. Das ist cool, ne? Legen wir los. Buch. Party! Leseliebe Buchparty. Buchparty! Hallo und herzlich willkommen zur Leseliebe Buchparty. Wusstet ihr, dass man im Laufe seines Lebens während des Schlafens mindestens 20 Insekten und 10 Spinnen essen wird? Und wusstet ihr auch, dass man seinen Ellbogen nicht mit der Zunge anlecken kann? Wisst ihr, was ich hier gerade tue? Ich klugscheiße. Und klugscheißen macht schon wirklich viel Spaß, auch wenn es einige etwas nervt. Aber klugscheißen ist auch wirklich harte Arbeit. Man muss ganz viel wissen und man muss alle Fehler bloßlegen. Wenn man sich an diese Regeln hält und noch ein bisschen Glück hat, dann kann es sein, dass ein Klugscheißerchen auch bei euch einzieht. Bei mir sind jetzt Hedi. Hallo. Yannick. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Und Maya. Hi. Wir wollen heute ja auch über das Buch sprechen von Marc-Uwe Kling. Das Klugscheißerchen. Könnt ihr euch noch erinnern, wer da alles so mitspielt? Theo und Tina. Sie wollten mal das Haus erkunden und gehen deshalb auf den Dachboden, wo sie eigentlich nicht hin dürfen. Und als sie einen Piraten spielen, dort finden sie das Klugscheißerchen in einem Karton. Nur echte Klugscheißer können es sehen. Hä, da ist überhaupt nichts drin. Hä, doch, da ist doch das Klugscheißerchen. Seid ihr denn so richtige Klugscheißer und Klugscheißerinnen? Mein Vater benutzt das öfter, den Begriff, in Bezug auf mich. Ja. Aber ich denke mal, er ist noch mehr. Er ist der größere Klugscheißer bei euch. Wir provozieren uns irgendwie mal gegenseitig. Wenn er mich dann verbessert, dann bin ich so. Das hat er sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, meine seelischen Muskeln zu trainieren. Also mein Papa klugscheißert auch oft, kennt sich richtig gut mit Technik aus. Und wenn ich da irgendwas Falsches sage, dann verbessert er mich direkt und ist so, du bist doch meine Tochter, wie kannst du das nicht wissen? Das regt mich manchmal ganz schön auf. Echsen können, wenn sie sich erschrecken, ihren Schwanz abwerfen. Vögel singen in der Stadt lauter als auf dem Land, weil sie irgendwie in der Stadt die Geräusche übertönen wollen. Hamster dürfen nicht zusammengehalten werden, weil sie sich sonst nicht verstehen. Und sonst kann es auch gefährlich werden. Ja. Die bekämpfen sich dann. Hamsterkampf! Was genau würdet ihr denn sagen, ist denn klugscheißen? Das ist ja auch irgendwie so ein witziges Wort. Scheiß, klug. Das ist jemand, der immer, wenn andere Fehler machen, die sofort korrigiert. Ist auch richtig nervig. Kennt ihr jemand, der so richtiger, nerviger Klugscheißer ist? Ja. Ja, auf jeden Fall. Clarissa. Ich? Bismacht A, klugscheißen mit Clarissa. Okay. Ich nerv also bei Klugscheißen. Nee, so nicht, aber. Ja, das ist okay. Also es ist ja auch irgendwie so ein bisschen angeben mit seinem Wissen. Wenn jemand zum Beispiel der Einzigste sagt, da kräuselt sich bei mir alles. Leopard ist mein einzigstes Kuscheltier. Manchmal korrigieren Klugscheißer auch Dinge, die man eigentlich sagt, weil sie viele so sagen, ich vergesse immer, mir die Schuhe zuzubinden oder sowas. Dann sagt man nicht immer. Oh, Besserwisser. Um ein ganz besonderes Klugscheißerchen geht es ja in dem Buch von Marc-Uwe Kling. Das Klugscheißerchen weiß immer alles besser. Nicht immer. Es geht in dem Buch um zwei Kinder, Geschwister, Tina und Theo, Teufel. Mit TH. Ja, genau. Die sind gerade in ein neues Haus gezogen und erkunden so den Dachboden. Spielen auch da so Piraten und sagen dann sowas wie 6 Weltmeere. Und dann kommt aus der Bücherkiste so eine Stimme. 7 Weltmeere. Und dadurch lernen die das kennen. Und das ist jetzt halt das große Geheimnis, ob die Eltern das sehen oder nicht. Nur echte Klugscheißer können das Klugscheißerchen sehen. Ziemlich süßes Buch, oder? Wie fandet ihr das? Ja. Mir hat es auch Spaß gemacht, es zu lesen. Ich fand das Buch voll cool, weil es war irgendwie witzig. Es wurde auch viel wörtlich genommen, das fand ich auch ganz cool. Ist dein Teller auf? Aber ich kann meinen Teller nicht aufessen, der ist aus Keramik. Ich fand einfach die Figur vom Klugscheißerchen voll cool. Süß. Klugscheißen, schon allein das Wort, ne? Da sagt man ja, Scheiße sagt man nicht. Ist ja auch so ein schönes, freches Wort. Klugscheißer. Stell mal vor, Yannick, du hättest jetzt so eins bei dir zu Hause. Wie wäre das? Ziemlich anstrengend.
Man muss sich vorher alles googeln, immer was ich sage, ob das auch so richtig ist. Ich fände es schon cool, weil es ja irgendwie auch so ein bisschen ist wie so ein Haustier. Das Klugscheißerchen würde bei mir in meinem Zimmer wohnen. Weil ich mache halt in meinem Zimmer Hausaufgaben, da kannst du mir helfen. Vielleicht, wenn man gerade irgendwie traurig ist, muntert es auch noch vielleicht ein bisschen auf. Klugscheißen kann ja auch total witzig sein, ne? Ihr Lieben, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Richtig cool. Und wenn ihr das Klugscheißerchen auch mal kennenlernen wollt, dann unbedingt das Klugscheißerchen lesen. Viel Spaß bis dabei. Bescheid. Klugscheißen macht richtig Spaß. Und damit ihr vielleicht auch ein Klugscheißerchen für euch zu Hause habt, haben uns gedacht, wir basteln uns das einfach. Entweder als Schlüsselanhänger oder als Handyanhänger. Wir haben hier Vorlagen, genau. Dann haben wir hier dieses besondere Papier. Das auch gerne mal anfassen. Wichtig ist, dass ihr die raue Seite nach oben packt. Und dann, seht ihr ja, scheint das so gut durch. Man kann das dann abpausen. Dann schneiden wir das Ganze aus und dann muss das in den Ofen. Dann wird das gebacken und dann wird das so hart. Das ist cool, ne? Ja. Legen wir los. Ich habe mal den Fernseher angehalten bei so einer Zeichentrickserie und habe mit so einem Butterbrotpapier vom Fernseher dieses Standbild abgepaust. Das war echt lustig. Sehr gespannt, wie das aussieht, wenn man das aus dem Backofen hat. Ja, das muss nur im Ofen. Und dann habt ihr euer eigenes kleines Klugscheißerchen, das bei euch einziehen kann. Dann könnt ihr euch die Vorlagen auf Leseliebe runterladen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem viel Spaß beim Klugscheißen. Viel Spaß beim Klugscheißen! Puh. Party!